Hallo ihr Verrückten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich auf PlusKaiTech euch erzählen oder was meine Meinung zum neu vorgestellten iPhone SE beibringen und erklären. Am Dienstag wurde das iPhone SE 2020 vorgestellt. Wie man dem Namen hört, das iPhone SE gibt es ja schon, deswegen heißt es auch offiziell zweite Generation auch oder iPhone SE 2020. Wir wechseln mal auf die Seite von Apple und da haben wir halt das hier. Das iPhone SE kommt erstmal in Schwarz, Weiß und Rot. Vorne die Front ist immer schwarz. Das ist schon mal generell Gutes. Der Preis für das iPhone SE beginnt bei 479 Euro, was das günstigste iPhone ist, was es jemals gab. Allerdings beginnt das mit 64 GB. Das finde ich leider etwas schade. Es hätten wenigstens 128 GB sein können, weil bei Apple sowieso klar, kann man sowieso den Speicher nie aufrüsten. Da hätten die wenigstens mit 128 GB beginnen können. In den Farben hätte ich mir auch mehr Farbauswahl gewünscht, wie auch beispielsweise beim iPhone XR, was ja auch ungefähr die Zielgruppe war. Das iPhone SE beginnt halt als allererstes. Was auf jeden Fall das iPhone SE hat. Es gibt nämlich jetzt auch ein paar technische Daten dazu, die auch nicht Apple verrät. Zum einen, dass es zum Beispiel 3 GB RAM hat. Das iPhone 8 hatte nur 2 GB RAM und ein iPhone 11 hat 4 GB. Wie man sieht, weil ich habe gerade iPhone 8 gesagt, das ist das Design vom iPhone 8. Mit eins ist ein Unterschied. Das Apple-Logo ist jetzt mittig und beim iPhone 8 was weiter oben. Das iPhone SE hat deswegen auch die dickeren Displayränder noch, was halt wirklich alt ist. Das braucht man auch nicht zu verstecken, weil das stimmt, ist halt einfach so. Ja. Es ist aber trotzdem handlich. Weil es geht ja immer noch der Trend, dass es alles größer wird. Da halt ist es ja trotzdem noch klein, auch wenn nicht so klein wie ein iPhone SE, was rauskam. Wenn wir nämlich hier runtergehen, es hat halt wieder Touch ID. Das ist halt sehr spannend, weil die haben sich ja quasi wie verabschiedet damals mit dem iPhone X und wo dann das XR noch kam, vom Home-Button, vom physischen und Touch-ID und hätten eigentlich Touch-ID. Hier holen die es scheinbar wieder zurück. Damit greifen die halt dann jede Zielgruppe ab. Das Gerät ist IP67 zertifiziert. Ich gehe auch mal in die technischen Daten. Genau. Die Abmessungen bleiben genau gleich wie vom iPhone 7 und iPhone 8. Sogar das Gewicht bleibt bei genau 148 Gramm. Man sieht hier einen Vergleich zum iPhone 11. Man sieht schon den Displayunterschied von den Rändern her. Was ich mir wenigstens gewünscht hätte, ist ja trotzdem oben Platz. Da hätten die wenigstens Touch-ID haben die aber hier Face-ID auch einbauen können. Platz wäre gewesen. Das iPhone SE hat 4,7 Zoll, wie üblich auch schon damals bekannt, mit einer Retina HD-Auflösung, sprich 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi. Man kann zwar sagen, die Auflösung ist gering. Es hat aber 326 ppi, was meiner Meinung nach ausreichend ist, weil
man sieht es dann nicht. Also man sieht nicht, ob das nun ein Full HD wäre bei der Displaygröße. Man sieht bei 326 ppi keine Punkte. Also man sieht halt die einzelnen Display-Struktur halt nicht. Es ist wieder ein Touchscreen-Display. Es hat Haptic Touch, also diese Softwarefunktion, was es auch mit seit dem iPhone X, glaube ich, gibt. Kein 3D-Touch. 3D-Touch? Nee, wie hieß denn das? Genau, wo man halt mit langes Drücken ein Menü öffnen kann. So, jetzt kommen wir zur großen Neuerung gegenüber zum normalen iPhone 8. Es hat jetzt den Bionic A13 Chip, der sehr viel Leistung sorgt, sehr, sehr schnell ist und das Gerät noch sehr lange schnell halten wird. Bei IP67 kann es bis zu 1 Meter für 30 Minuten unter Wasser sein. Bei der Kamera ist das die gleiche wie beim iPhone 8. Das bedeutet 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkelkamera mit Blende f1.8 und fünffacher Digital Zoom. Wie man sieht, hat es nur eine Linse. Das ist wahrscheinlich sogar beabsichtigt so gemacht, weil das iPhone SE beginnt bei Apple mit einer Kameralinse, dann kommt das XR und das iPhone 11 mit zwei, und dann kommt das iPhone, nee, hat das XR eine? Das iPhone 11 hat dann zwei Linsen und das 11 Pro 3. Damit zeigen die dann halt die Unterschiede. Trotzdem wurde die Kamera verbessert, obwohl es der gleiche Sensor bleibt. Und zwar, nämlich haben die einen mit dem A13 Chip, wird zumindest beworben, soll die Bildqualität besser geworden sein. Zum Beispiel hat man jetzt einen Porträtmodus für Personen mit Bokeh und Tiefenkontrolle. Dann hat man und noch ein paar Effekten dazu. Und noch mehr Kamerafunktionen kriegt man dann aus dem Chip raus. Und wie man auch zum Beispiel schon bei Google gemerkt hat, dann bei ihren Pixel, die hatten auch lange nur eine Linse und die haben es halt auch geschafft, mit der Software viel, sehr viel sogar rauszuholen aus der Kamera. Und das hoff ich halt hier auch. Videoaufnahmen ist jetzt auch in 4K möglich, bei 24, 30 oder 60 FPS. Natürlich kann man das sich nicht anschauen, aber welches Handy hat schon 4K-Bildschirm? Aber leider auch nicht Full HD. Aber man würde wahrscheinlich den Unterschied sowieso nicht merken. Beim Digital Zoom hoffe ich mir auch, dass es ein guter Zoom ist. Es gibt nämlich auch schon einen guten digitalen Zoom. Das merkt man auch bei Android-Smartphones. Da finde ich so ein bisschen die fünffacher Digital Zoom leider ein bisschen wenig. Die Frontkamera ist eine 7-Megapixel-Kamera. Das ist alles, ich glaube, vorne alles gleich geblieben, außer dass dort auch der Porträtmodus hinzugekommen ist. Da ist Full HD-Auflösung möglich bei Videos. Hat halt noch einen Fingerabdruck, das ist halt nur, wer es halt will. Also wer beispielsweise kein Touch-ID will, der sollte da zu dem Gerät auch einfach nicht greifen. Sollte gleich zum iPhone XR oder man kann auch mal gucken, ob es so ein XS irgendwo gibt, dazu eher nehmen. Das greifen und das eher nehmen. Es hat Bluetooth 5.0, das haben die erneuert und verbessert. Bluetooth 5.0 und WLAN 6. Den neuesten WLAN-Standard haben die auch mit drin. 5G braucht man erst recht vergessen, das hat es natürlich noch nicht. Aber es hat ja noch gar kein iPhone. Viele Bänder auch von LTE hat's. Typische für Videoanrufe ist alles dabei. Es sind Stereo-Lautsprecher. Dazu wird
sind dann hier jeweils, hier ist hier ein Lautsprecher und hier oben, da sind das zwei Lautsprecher, hier sind dann zwar auch zwei Mikrofone. Leider hat das nur einen Lightning-Anschluss, was schade ist, könnten das jetzt ändern, aber die stellen sich halt dagegen. Es hat die Unterstützung, mit bis zu 18 Watt geladen zu werden. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil die preisen halt den Prozessor auch so an, dass er so schnell ist. Da hätte man ja wenigstens 25 Watt machen können. Leider ist auch noch nicht mal das 18 Watt Netzteil dabei, sondern ist separat erhältlich. Aber wenn man zum Beispiel mit dem iPad Netzteil lädt, ist es innerhalb in einer halben Stunde bei 50% geladen. Die Home-Taste, Lautstärke, das ist alles gleich geblieben. Wer zum Beispiel ein iPhone 7 und 8 hat, kann die Hülle theoretisch weiterverwenden. Der Akku selbst bleibt auch gleich. Leider, der hätte besser werden können. Einfach weil auch man wahrscheinlich die Apps mehr verbrauchen. Aber es kann sein, dass er trotz, dass die Akkulaufzeit, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die beim iPhone 8 war, länger sein wird, einfach weil der A13 energieeffizienter sein wird. Was wichtig immer bei iPhones noch sind, die haben halt auf jeden Fall 5 Jahre Update-Garantie. Also die werden auf jeden Fall 5 Jahre Updates bekommen und das ist auf jeden Fall für den Preis vernünftig so, weil so bleiben die halt auch lange. Und mit dem A13 wird man auch das lange überstehen und schaffen und lange schnell genug und Power haben. Meiner Meinung nach hätten die das iPhone wenigstens schon mit 128 GB für den Preis anbieten können. Ein bisschen mehr hätten die theoretisch auch beim Design ändern können. Zum Beispiel sieht man ja hier, ein bisschen größer hätten die trotzdem noch das Display reinmachen können. Natürlich sagt man jetzt immer, das ist um den Preis niedrig zu halten, aber am Ende so niedrig ist es scheinbar eigentlich doch nicht. Der Preis geht in Ordnung, sagen wir mal so. Für iPhone ist es sowieso das Billigste, was man gerade kriegen kann. Zum Einstieg ist es gut. Aber wenn man zum Beispiel ein iPhone 8 hat, denke ich mal, braucht man glaube ich nicht updaten. Aber alles darunter kann eigentlich auch auf dem iPhone SE updaten. Wenn man größeres Display will, sollte man eher zum iPhone 11 oder zum iPhone XR, eher zum iPhone 11 Pro oder so greifen. Wie gut das am Ende alles sein wird, das sieht man ja dann noch in den ganzen Tests. Ich überlege das nämlich auch gerade schon. Und heute seit 14 Uhr kann man das ja auch schon bestellen. Und dann ab 24. ist es verfügbar. Der Kopfhöreranschluss ist natürlich auch nicht mal dabei. Aber ein Lieferumfang ist ein Lightning Kopfhörer-Headset, Ladegerät und ein Kabel mit Lightning-Anschluss. Leider ist es halt nur normales Lightning auf USB-A, kein Lightning auf USB-C. Wahrscheinlich könnte man das auch iPhone 8S nennen, einfach weil das Design halt nichts mit dem SE an sich zu tun hat. Aber wahrscheinlich verkauft sich unter dem Namen einfach besser. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, schreib einen Kommentar, lass ein Abo da, wenn du weiter nichts verpassen willst. Das Video für die Surface Headphones verzögert sich leider noch ein bisschen. Ich muss noch gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Was haltest du von dem iPhone SE? Schreib es in die Kommentare. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.